Dieser Podcast wird präsentiert von Genius Alliance. Ich sehe auch, dass es zunehmend mehr diese Fake-Influencer gibt. Und ich meine, wir Menschen reagieren ja trotzdem gleich. Ob das jetzt eine echte Person ist oder eine Fake-generierte, wir sind trotzdem irgendwie dann, oh, das gefällt mir aber, der Content. Mhm. Und dann verschwimmen wieder die Grenzen. Ich muss mir ständig bewusst machen, dass die Person nicht echt ist, aber trotzdem ist der Content ja irgendwie der gleiche und das gefällt mir. Deswegen, da sind wir Menschen dann in so einer ganz schwierigen Position. Du hörst den Genius Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hochspezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder and CEO Norman Müller. Es ist wieder Zeit für eine neue Podcast-Folge hier im Genius Alliance Podcast und bei mir zu Gast ist heute die Studentin Valentina Gaudiello von der Hochschule in Coburg. Hallo Valentina. Hallo Norman. Ich bin total aufgeregt. Ich auch. Du auch? Ja. soweit man das nach 1176 Folgen, das ist nämlich heute die 1176. Folge, sein kann. Aber ich freue mich sehr, weil ich darf heute deine erste Podcast-Aufnahme sein. Genau. Also wir beide machen das heute sowieso zum ersten Mal, aber du vor allen Dingen noch nie vorher in einem Podcast gewesen. Wir wollen heute über dein Projekt an der Hochschule sprechen, über dein Podcast-Projekt. Und ich habe im Nachgang noch ein paar Fragen an dich, denn vielleicht erinnert sich der ein oder die andere hier im Podcast, habe ich mit dem Professor Dr. Thomas Druyen, liebe Grüße an dieser Stelle an dich, Thomas, eine Reihe aufgenommen, Prethinking the Future. Da interviewen wir junge Menschen, die junge Generation, wie sie die Zukunft sehen, in Anbetracht der Tatsache, dass 19 Millionen Babyboomer bald in Rente gehen und wir ja heute angekommen im KI-Zeitalter mit ja, dramatisch technischen Veränderungen zu tun haben. Aber dazu dann in der zweiten Hälfte unseres Interviews heute. Valentina, vielleicht kannst du dich selbst nochmal ganz kurz vorstellen, was du so den ganzen Tag machst, wer du so persönlich bist und was vor allem deine Arbeit an der Hochschule ist. Ja, gerne. Also mein Name ist Valentina Gaudiello. Ich bin 23 Jahre alt und ich studiere Betriebswirtschaft im Master an der Hochschule Coburg. Angefangen zu studieren habe ich 2019, dann war gleich Corona, das war auch die erste Herausforderung. Ja, und dann habe ich mich sehr für Betriebswirtschaft begeistern lassen und habe gleich beschlossen, den Master zu machen. Interessiere mich total auch dahingehend für Marketing und für Change Management. Und ansonsten, wenn ich keine Studentin bin und nicht an der Hochschule, interessiere ich mich sehr für Sprachen, Kulturen, auch für die Schauspielerei. Ich bin jemand, der irgendwie immer ein Hobby hat und irgendein Interesse. Genau. So viel sehr zu cool. Mir. Neugierig. Ja. Ja. Sehr cool. Ich habe auch BWL studiert. Was hat dich motiviert zu sagen, hey, BWL ist genau das Studium? Das kam tatsächlich mit der Zeit. Also ich habe angefangen, BWL zu studieren und am Anfang war ich noch typisch, wie man halt nach dem Abitur ist. Man ist ein bisschen verwirrt, alles ist neu und da war ich einfach ehrgeizig. Ich habe gesagt, okay, ich habe das jetzt angefangen, ich will das jetzt durchziehen und dann auf einmal mit der Zeit habe ich gemerkt, wie gut es eigentlich zu mir passt, weil BWL einfach so vielfältig ist. Ich habe so viele verschiedene Themenbereiche, ich habe da so viele Einblicke bekommen. Es gab natürlich finanzielle Grundlagen, was natürlich wichtig ist, aber es gab auch Marketing, Personal, es gab Change Management, Psychologie. Und jetzt im Master hat sich das Ganze nochmal extrem verstärkt. Also ich kann jetzt auch, ich habe Einblicke bekommen in die Philosophie auch und deswegen, ich mag das so gerne an BWL, dass ich mich nicht für einfach entscheiden muss, sondern so viel verschiedene Sachen lernen kann. Das hat mich tatsächlich sehr begeistert. Sehr spannend. Jetzt frage ich auch so ein bisschen als Vater, weil mein Großer wird jetzt 18 in ein paar Tagen und wir haben immer wieder das Gespräch darüber, wo soll die Reise hingehen, was will ich in der Zukunft machen und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ihn diese Frage eigentlich eher belastet, weil er einfach nicht weiß, was jetzt das Big Picture am Horizont ist, über das so viele reden wollen. Ja. Wie war das bei dir? Also war das, also hast du ein ganz konkretes Ziel oder ist es einfach Neugierde, die sagt, ich studiere das jetzt einfach, weil ich glaube, dass das am besten zu mir passt, dann mache ich das einfach.
Wechseln kann man ja dann immer noch. Ja, das ist eine gute Frage. Also ich tatsächlich, bis ich mein Abitur hatte, war mein Ziel immer nur Abitur. Ich wusste nicht, was danach auf mich zukommt. Und danach war auf einmal die ganze Welt offen gestanden. Und es hat auch mich eher unter Druck gesetzt, als dass es mich motiviert hat. Ich habe gedacht, okay, ich muss die Zeit nutzen, aber gleichzeitig weiß ich nicht wie. Und dann vergeht die Zeit und was mache ich jetzt? Und ich hatte Angst, dass ich mich irgendwie sofort auf was festlege und dann irgendwie das doch nicht machen möchte. Und ein Gedanke, der mir da ganz sehr geholfen hat, war, dass es gar nicht notwendig ist, sich gleich mit 18 oder 19 sofort festzulegen. Du bist jung und kannst Sachen einfach ausprobieren. Und ich habe dann auch so ein bisschen gehört von aus Familie und Freunden, wie die erzählt haben, okay, bei mir war es zum Beispiel so, ich habe zweimal mein Studium gewechselt oder hey, ich habe da eine Ausbildung gefunden und ich bin erstmal gereist. Und es hat mir so gefallen, es hat mich so inspiriert, diese unterschiedlichen Geschichten, die alle angefangen haben mit einer großen Unsicherheit und geendet sind mit einem ganz tiefen Vertrauen in sich selber, dass man schon seinen Weg gehen wird. Und ich habe dann einfach auch gesagt, okay, ich fange jetzt einfach mal irgendwo an. Ich fühle mich irgendwie zu BWL hingezogen. Ich fühle mich zur Hochschule Coburg hingezogen. Und ich möchte das jetzt einfach mal anfangen. Und ich vertraue mir selbst, dass ich dann schon merke, ob das passt oder nicht. Genau. Welchen Einfluss hatte dein Elternhaus darauf? Also bestmögliche Freiheit oder ganz klare Ansage, Studium ist der nächste Step nach dem Abi? Nee, ich kann da sehr glücklich berichten, dass meine Eltern da immer sehr locker waren. Also ja. Ich hatte auch mal so eine Phase in der Mittelstufe, da war ich irgendwie total Fan von Schauspielerei und wollte unbedingt Schauspielerin werden. Und da waren meine Eltern auch immer supportive zum Glück. Also meine Eltern haben immer gesagt, wichtig ist, dass es dich glücklich macht und zwar nicht nur jetzt temporär, sondern dass du auch wirklich weißt, das ist das, was du machen willst und dabei dass ja. du es auch wirklich dann weiterhin machen willst und nicht, dass es einfach nur eine Stimmung ist, die gerade kommt und dann auch wieder geht. Aber sie haben mich immer unterstützt. Ich habe auch ganz viel mit meinen Eltern gesprochen und ich habe immer wieder meine verschiedenen Ideen angebracht und meine Eltern haben wirklich immer sehr unterstützend reagiert. Also das ist schon wichtig, finde ich, der Einfluss und ich bin da sehr dankbar, dass meine Eltern so geholfen haben, ja. Selbst wenn es nur eine Phase wäre, ja, dass sich selbst entwickeln lassen, ist, glaube ich, wichtig. Ne? Also den Raum zu geben und zu sagen, okay, dann ist es jetzt Schauspielerei. Ja. Vielleicht ist das in einem halben Jahr wieder weg. Ja, vielleicht ist es aber auch genau das und du landest irgendwo in Hollywood. Ja? Wer weiß. Ja, ich glaube, also wir werden den Beitrag hier leisten mit dem Podcast. Ja, also ich glaube, das Wichtigste, was ich vor allen Dingen meiner Mama ganz sehr zu verdanken habe, ist, dass sie mich halt einfach immer hat reden lassen. Ich durfte immer darüber sprechen und durch das Sprechen ist mir bewusst geworden, dass es eher doch ein Hobby ist und nicht, dass ich das nicht beruflich machen will. Und das ist wirklich nur durch die Gespräche rausgekommen. Also ich finde, reden, reden, reden ist ganz, ganz wichtig bei der Selbstfindung. Ja, nice. Also an alle Eltern, die hier zuhören, lasst eure Kinder aussprechen. Dazu kommen wir aber nachher noch im zweiten Teil. Lass uns mal sprechen, wie haben wir uns kennengelernt? Du hast nämlich ein Projekt an der Hochschule und ich war total begeistert, weil du... Nee, das ging über, ich weiß gar nicht mehr, über wen ging das eigentlich? Wer hat uns vermittelt? Also ich bin über den Professor Dr. Felix Weißpfenning an dich gekommen. Genau. Und der Felix, ja, ich erinnere mich. Genau. Liebe Grüße, Felix, an dieser Stelle. Danke für den Kontakt. Was war das für ein Projekt? Und ja, warum sind wir zusammengekommen? Magst du die Geschichte? Gerne, gerne. Ja, also im ersten Semester sollen wir gleich ein Projekt wählen, was mich sehr gefreut hat, weil es gibt da ganz, ganz viele Projekte, die total interdisziplinär aufgebaut sind. Und ich habe gesehen, da gibt es ein Projekt, das heißt Projekt Hochschulmarketing. Und da habe ich mich dann gleich für eingetragen. Und genau, wie gesagt, über den Professor Weißpfenning läuft es und über diverse auch Mitarbeiter der Hochschule Coburg in Bezug auf Marketing. Und da ist es so, dass man als Student sich unterschiedliche Unterprojekte wählen kann, wie man die Hochschule in ihrem Marketing unterstützen kann. Also da gibt es dann verschiedene Kanäle, die unterstützt werden können, zum Beispiel die Social-Media-Kanäle, aber auch Printprodukte, zum Beispiel Flyer oder sowas. Also manche Projekte waren eben, dass Studenten Flyer erstellen sollen, manche haben ein Instagram-Reel erstellt und ich habe halt gesehen, es gibt auch die Möglichkeit Podcast. Und ich war total begeistert, weil ich liebe Podcasts und ich wusste überhaupt nicht, dass die Hochschule Coburg einen Podcast hat, muss ich auch an der Stelle ganz ehrlich zugeben. Und ich war die Einzige, die sich dafür gemeldet hat. Also wir sind eine ziemlich große Gruppe gewesen in Projekt Hochschulmarketing und ich war die Einzige, die sich für Podcasts... Die
Einzige, die sich dafür gemeldet hat. Ich war auch, ja, und dann habe ich, aber dann hat der Professor Weißbrenning mit mir nochmal gesprochen und hat gesagt, dass er da jemanden kennt, der sich sehr, sehr gut mit Podcasts auskennt, weil er selber einen sehr erfolgreichen Podcast hat, nämlich der Norman Müller. Und dann habe ich gleich gesagt, oh, das wäre toll. Und dann hat er uns vermittelt und ich durfte dann ein Interview mit dir führen, ein Experteninterview, wo du mir einfach mal alles erzählt hast, was du weißt über Podcasts. Und seitdem sind wir in Kontakt. Genau. Genau. Warum hat sich kein anderer für das Thema Podcasting interessiert? Ja, habt ihr mal untereinander gesprochen? War das uninteressant oder? Also, das wundert mich eigentlich auch, weil besonders unter den Jugendlichen, sage ich jetzt mal Gen Z, also Generation Z, habe ich das Gefühl, dass Podcasts total aufleben. Ich denke bloß, dass, also jetzt ganz ehrlich, ich glaube, dass die meisten ein bisschen Angst hatten vor dem Aufwand, weil du wusstest bei einem Video, okay, wir machen das, das wird cool, wir haben Spaß, wir haben schon öfters Privatvideos gedreht, das können wir. Und Podcast hat ja so selber noch, also keiner von uns hat einen eigenen Podcast oder weiß irgendwie, wie man das abschätzen kann, diesen Aufwand. Deswegen hatten viele ein bisschen Angst. Aber bei mir war halt einfach die Begeisterung zu groß, die ist einfach, hat einfach überwogen und deswegen wollte ich das unbedingt machen. Wo ist das Projekt gerade? Entschuldigung, was? Also, wo ist das Projekt gerade? Wo stehst du? Also wie ist die Entwicklung? Genau, also nach unserem Gespräch, das wir vor, jetzt muss ich überlegen, November? 8 Wochen. Ja, genau. Ja. Also es ist so, dass ich tatsächlich mit einem Interview habe ich so ein bisschen den Startschuss gegeben für mein Projekt. Und dann habe ich noch an einem internen Workshop teilgenommen von Vincent Bittner, der ist an der Hochschule Coburg auch im Marketing zuständig für die Webredaktion und die Videoproduktion. Und der macht den Hochschulpodcast, den bearbeitet er auch immer im Nachhinein und das ist super aufwendig und er macht wirklich einen ganz, ganz tollen Job. Also an der Stelle, wenn er es hören sollte, liebe Grüße und danke für den Workshop. Garantiert. Das macht er wirklich ganz, ganz toll. Weil wir es ihm schicken. Und also der kennt sich wirklich gut aus und das hat wirklich auch nochmal viel beigetragen dazu, ein tieferes Verständnis für Podcasts zu bekommen. Und nach dem Workshop habe ich dann angefangen, ich habe auch ein bisschen Literaturrecherche gemacht und habe das Ganze dann in einer Art Hausarbeit oder Projektarbeit zusammengeschrieben und eben so kleine Erfolgsfaktoren zusammengetragen aus deinem Interview und aus diesem Workshop und aus der Literaturrecherche, was wir noch besser machen können für unseren hochschulinternen Podcast. Genau. Jetzt bin ich ja einer, der hier über diesen Podcast ständig predigt seit 2015, wie wichtig dieses Audioformat ist und wie spannend und welches Potenzial das hat. Was sind so deine drei wichtigsten Tipps für alle Startups, die jetzt hier zuhören oder Unternehmen, die vielleicht mal darüber nachdenken sollten, einen Podcast ins eigene Kommunikationsportfolio mit aufzunehmen? Ich glaube, mein allererster Tipp ist, weil ich die Nähe zu den Hörern so wichtig finde, genau wie du das gesagt hast, also es sollte nicht gleich so ein hochgestochener Podcast sein, wo man so sehr so selbst glorifizierend sagt, okay, wir sind jetzt hier und das und Leute, wir sind cool, sondern dass man ein bisschen diese Nähe schafft, weil ich habe das Gefühl, mit dem, was hast du ja auch gesagt, mit dem Podcast kann man eine ganz andere Nähe erreichen zu den Hörern. Und dann wäre es cool, wenn man mal so ein bisschen andere Themen anspricht, die vielleicht nicht immer groß auf der Unternehmenswebsite stehen oder irgendwie in den Social-Media-Kanälen. Und das wäre auf jeden Fall mein erster Tipp, diese Nähe, vielleicht auch mit Themen, die einfach auch ein bisschen mehr berühren als immer nur so ein bisschen diese Werbung. Dann zweitens würde ich versuchen, verschiedene, also auch in Richtung mit den Themen, verschiedene Einblicke zu geben. Also dass man, klar, es muss eine feste Zielgruppe da sein und es muss ein Überthema sein, das darf auch nicht ein Chaos werden, aber dass man versucht, verschiedene Einblicke zu geben in verschiedene Themen, die vielleicht auch gerade viele Menschen interessieren, dass man sieht, okay, wir sind nicht weltfremd, wir wissen genau, was gerade abgeht und wir wollen dazu auch unsere Meinung äußern, das ist uns nämlich wichtig. Und ich denke, das Dritte ist reagieren, also Reaktion zeigen, dass man vielleicht so ein bisschen die Hörer mit einbindet und sagt, hey, wir hören euch. Es ist zwar ein sehr einseitiges Kommunikationskanal, wenn man natürlich viel spricht und die anderen hören zu, aber man kann ja auch, das hast du mir auch gesagt, man kann ja auch ein bisschen Involvement von den Hörern generieren und dann darauf reagieren, weil dann fühlt man sich noch mehr verbunden. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Stark. So, jetzt habt ihr das mal von der Valentina gehört und ich nur immer von mir. Dem Propheten im eigenen Land traut man ja immer nicht oder hört nicht so gut zu. Aber ich glaube, also in der heutigen Zeit ist das ein absoluter No-Brainer. Also für mich ist wirklich dieses Zeitfenster, in dem du Menschen noch erreichst, einfach unfassbar wertvoll, weil sie sich vor allen Dingen selber dafür entscheiden, ja. Also man belästigt nicht auf einem Display, wo sowieso schon viel zu tun ist. Also ich bin echt froh, wenn ich mal keinen Bildschirm vor der Nase habe.
sondern wo ich dann wirklich in einem Moment des Rasenmähens oder was auch immer ich dann mache, Auto fahre. Bei mir ist es mal Wäsche zusammenlegen. Ja, auch. Ja, aber ich habe 5 Kinder, oh, weißt du, da bist du ständig mit Wäsche. Du schaffst du ganz viele Podcasts. Und der Lerneffekt, ja, also das Bildungslevel steigt halt unglaublich, weil du halt wirklich vertikal in die Themen reingehen kannst, weil die Podcasts natürlich nicht eher tendenziell breit aufgebaut sind inhaltlich, sondern dann wirklich auf ein Thema hinabsteigen. Ja, absolut. Wie geht's weiter mit dem Podcast-Projekt? Startest du deinen eigenen? Ich habe tatsächlich schon mal nachgedacht, ob ich einen eigenen starten soll. Ich dachte, jetzt kommt's. Ich habe schon einen. Nee, ja klar, ich habe schon einen. Ja, ich bin schon berühmt. Nee, also ich denke, was das Projekt betrifft, ich werde dann jetzt Ende Januar meine Ergebnisse präsentieren. Genau, und dann hoffen, dass meine Erfolgsfaktoren bzw. Handlungsempfehlungen, die ich formuliert habe, irgendwie auch helfen können, unterstützen können. Ich würde mich freuen, wenn der Hochschulpodcast, an dieser Stelle erwähne ich nochmal, also der heißt Wissen Sie Was, der Zeitgeist-Podcast, den verlinken wir natürlich in den Show Notes. Genau, den finde ich nämlich wirklich super und ich würde mich total freuen, wenn der noch ein bisschen mehr Präsenz bekommen würde, ein bisschen mehr Reichweite. Genau, also das ist meine Hoffnung, wie es dann weitergeht mit dem Projekt. Ja. Sehr cool. Das heißt, warst du schon in einem Podcast von der Hochschule? Nee, tatsächlich nicht. Also ich hab nur bei diesem Workshop bei der Nachbearbeitung war ich dabei, aber bei der Aufnahme von einem Podcast noch nicht, nee. Okay. Na, das kommt ja dann nach diesem Podcast hier. Wahrscheinlich. Sehr schön. Dann würde ich sagen, Valentina, ich läute hiermit mal Teil 2 ein unseres Podcasts, weil ich bin natürlich total neugierig, was du über die Zukunft denkst und wie du das für dich einordnest. Also wie gesagt, vielleicht nochmal als kleines Intro. Mit dem Professor Dr. Thomas Drujen habe ich ein Format, was ich sehr unregelmäßig irgendwann, wenn wir dann mal Zeit haben, er ist sehr viel beschäftigt, viel unterwegs, immer wieder umsetzen. Und wir interviewen dort wirklich junge Leute, also Gen Z im Grunde, um herauszufinden, was sie so von der Zukunft halten, ist jetzt schlecht formuliert, aber wie sie die Zukunft sehen, welches Potenzial einfach ihrer Meinung nach in dem, was jetzt gerade so alles um uns herum passiert, steckt. Und meine erste Frage, wie stellst du dir die Zukunft vor und welche Herausforderungen siehst du speziell für deine Generation im Hinblick auf die Übernahme von Verantwortung in einer doch sehr zunehmend digitalisierten Welt? Ja, sehr gute Frage. Ich habe tatsächlich schon oft über die Zukunft nachgedacht, weil jetzt mein Studium sich ja auch dem Ende neigt. Ich muss sagen, ganz ehrlich, man hat schon ab und zu Momente, wo man auch ein bisschen Angst hat, weil klar, man will Verantwortung übernehmen. Ich weiß, dass es wichtig ist, Verantwortung zu übernehmen, aber die ganze Entwicklung jetzt auch mit dieser Digitalisierung und künstlicher Intelligenz und dieser ganze, das verschiebt sich jetzt halt alles ein bisschen. Also unsere Verantwortung liegt jetzt auch wirklich mehr darin, den Umgang mit KI und generell mit dieser digitalisierten, schnellen Welt ein bisschen mehr zu erlernen, dass wir uns bewusst sind, okay, was bedeutet das? Also KI ist dann doch ein sehr wichtiger Bestandteil jetzt, auch jetzt schon von unserem Studium, jetzt aber auch dann später von unserem Berufsleben. Ich finde, die Bewusstmachung ist ganz wichtig, dass wir uns das, also dass wir das nicht einfach nur lustig sehen von mir, ach cool, ich kann mit ChatGPT schreiben oder ich kann das und das. Mhm. Wir müssen uns bewusst machen, dass das einfach alles ein bisschen ändert. Die Arbeitsabläufe, den Arbeitsalltag, auch bestimmte Aufgaben. Und wir müssen uns dieser hohen Verantwortung einfach bewusst sein. Wir dürfen das nicht zu sehr auf die leichte Schulter nehmen von wegen, ach cool, aber ich kenne mich ja aus, ich bin ja mehr oder weniger mit dem Handy aufgenommen. Das ist dann aufgewachsen. Das ist wirklich nochmal was anderes. Mhm. Also wir müssen uns den bewusst machen. Wir müssen auch, ich finde, ich bin ja sowieso der Meinung, dass man nie auslernt als Mensch, also lebenslanges Lernen. Man sieht es jetzt mehr denn je, also auf einmal war ChatGPT auf dem Markt und es wird immer weitere Änderungen geben, die wir zunächst vielleicht noch nicht ganz verstehen. Deswegen müssen wir bescheiden bleiben und bewusst sein, dass wir immer weiter lernen müssen und halt nicht wissen, okay, der Markt ändert sich weiter und es gibt weitere Lösungen im Bereich der Digitalisierung und der KI. Das Ganze also auch nicht unterschätzen. Und dann denke ich aber auch gleichzeitig, dass wir den Mut haben müssen, zu erkennen, dass es einfach ohne vielleicht auch nicht mehr ganz geht. Also wir können uns auf jeden Fall nicht weigern, dass das ein großer Teil sein wird unserer Zukunft. Und deswegen blicke ich auch in die Zukunft mit einem gewissen Mut von wegen, okay, das ist jetzt so, wir müssen das auch akzeptieren, das ist ein ständiger Wandel, das wird immer mehr dazukommen, was wir vielleicht jetzt noch
nicht uns vorstellen können. Und wir kriegen das aber hin, wenn wir uns damit auseinandersetzen, uns das bewusst machen und auch dazulernen. Ja. Wie nimmst du das so in deinem Freundeskreis wahr? Was bedeutet künstliche Intelligenz? Ist es, hey, wir sind jetzt Heroes, wir sind am Superkräfte, wir können unser Studium viel effizienter machen oder wir können besser arbeiten oder... Also gibt es auch so Bedenken, vielleicht auch ethische Bedenken? Ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen jetzt in Philosophie sprechen wir viel über dieses ganze KI und Ethik und Moral, weil natürlich da auch ein bisschen die Grenzen verschwimmen. Wie weit darf man gehen? Was ist vielleicht dann schon nicht erlaubt? Das ist natürlich auch schwierig. Das alles, das muss man ja auch erstmal rausfinden, weil wir das so als Menschen ja davor nicht testen konnten. Also in meinem Freundeskreis, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es so, dass das jetzt gerade noch ein bisschen lustig gesehen wird, so von wegen, ey cool, das geht jetzt, jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, jetzt kann ich auf einmal das und das schaffen. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, dass in meinem Freundeskreis zumindest ist es so, dass wir auch einen gewissen Respekt haben. Also wir unterschätzen das Ganze nicht. Wir wissen, dass es, wir können das nicht einfach alles für bare Münze nehmen, was da teilweise von KI generiert wird. Wir müssen, das lernen wir auch an der Hochschule, wir müssen kritisch mit dem Ganzen umgehen. Wir nehmen Sachen nicht einfach hin, wir reflektieren das Ganze nochmal, weil es uns ja trotzdem klar ist, dass das nicht einfach alles so hergenommen kann, wie es da geschrieben wird. Und ich denke, es ist jetzt, wie so gesagt, so eine Mischung aus Respekt und Humor, wie wir das gerade aufnehmen, ja. Okay. Hast du schon mal negative Erlebnisse oder Erfahrungen gemacht mit KI? Also Thema Fake News oder irgendwelchen, weiß ich nicht, was man sich da so schicken kann oder wo du gedacht hast, das ist echt und das ist dann doch nicht echt, beispielsweise? Ja, ich muss sagen, mit Fake News schon öfters, also schon als ich noch jünger war und in der Schule war, Fake News war irgendwie öfters schon ein Teil und ich fand es immer sehr, ich muss sagen, sehr nervig. Also wenn dann irgendwelche Kettennachrichten oder so geschickt wurden und mit Angstmacherei oder mit, also auch während Corona ging das ja total ab und alle waren auf einmal irgendwie Experten in ihrem Gebiet und wollten Angst machen und ich war einfach nur so, okay. deswegen, also mit Fake News sowieso und ich denke, in Bezug auf KI muss man halt extrem aufpassen. Also ich finde, was ich besonders gruselig finde, ist, dass man jetzt so, das habe ich auch schon ein paar Mal gesehen, so Gesichter, dass man einfach aussehen kann wie eine andere Person oder dass irgendwie komplett KI-generierte Models oder sowas und die sehen echt aus, aber sind es nicht. Oder halt, wie gesagt, man kann so Gesichter gefühlt nehmen von Berühmtheiten und man ist aber das gar nicht. Also das finde ich ein bisschen gruselig, muss ich sagen, dass man dann so in andere Menschen einfach schlüpfen kann, wenn man einfach sich so eine Maske drüber zieht. Das finde ich ein bisschen gruselig, ja. Oder ich hab eine App gesehen, da stellst du halt irgendwie so ein ganz normal von dir erstelltes Foto mit dem Handy irgendwie ein und dann machen die daraus Bewerbungsfotos und du siehst halt dann aus wie, das keine Ahnung. Ja, das kenne ich, das habe ich also jetzt von meinem direkten Freundeskreis, kenne ich das nicht, dass das jemand gemacht hat, aber ich habe das schon sehr mitbekommen, dass das viele nutzen und das hat mich auch ein bisschen, ich weiß nicht, gegruselt oder halt, ich fand es ein bisschen komisch auch, weil es ist doch wichtig, dass wir unsere echten Gesichter, so wie sie sind, ohne KI generiert, dass wir das einfach zeigen. Ich glaube, das ist ganz spannend, was du sagst. Ich glaube, dass da ein neuer Wert entsteht. Ja, wenn ich mir überlege, wie hat denn das alles angefangen? Nehmen wir mal die ganzen Insta-Stories. Ja, da habe ich ja gelernt von meinen Töchtern, dass man da 25 Filter drauflegen kann und nicht eine einzige Falte mehr im Gesicht hat oder sieht aus wie ein Topmodel oder also ich sehe dann aus wie ein Topmodel, weißt du, wenn ich das. Das heißt, das fand ich schon so als Vorstufe. Ja, von dem, was ja jetzt dann noch zusätzlich möglich ist durch KI, ja, fand ich das schon krass. Ist es so, dass es dieser persönliche Kontakt, diese Realness, dieses Echte ein rares und wertvolles Gut der Zukunft sein wird? Also, dass ich vielleicht sogar einen digitalen Avatar habe, der vielleicht anmutet wie ich, ja, aber ich überhaupt nicht bin. Absolut. Ich finde, ich habe das schon lange gesehen, die Entwicklung, einfach schon vor KI, als ich jugendlich war und in der Schule, da ging das ja schon los mit Instagram und so. Und da habe ich auch angefangen, mich zu vergleichen. Ich finde, es ist wirklich sehr gefährlich. Also ich muss auch ganz ehrlich von meinen Erfahrungen sprechen, dass ich da natürlich auch mitgegangen bin. Ja, man kann ja Filter draufsetzen und dann sehe ich noch hübscher aus und ich mache die Augen größer und die Nase kleiner und was auch immer. Man hat ja sowieso in der Pubertät hat man diese sehr schwierige Phase, das geht genau, auch. Wo man sehr
empfindlich ist und sich sehr viel hinterfragt und auch mit seinem Äußeren nicht ganz im Reinen ist und man verändert sich und alles ist komisch. Und wenn man dann ansetzt und sagt, hey, guck mal, mit dem Filter kannst du aber so aussehen wie das Supermodel, was du dir immer anguckst, das ist, glaube ich, nicht, also das ist wirklich sehr gefährlich. Und ich denke, KI ist dann wirklich der nächste Schritt, wenn einem dann noch, also wenn man gefühlt sein ganzes Gesicht, sein ganzes Erscheinen so ein bisschen ändern kann, dass man trotzdem irgendwie noch aussieht wie man selbst, aber irgendwie auch nicht und sich so perfektioniert, das finde ich wirklich falsch einfach. Und wenn man dann jetzt daran denkt in Zukunft, dass man dann solche Avatare erstellen kann oder halt wirklich das Gefühl, alles möglich ist, dann wird dieses Natürliche und dieses, ja, diese Realness wird dann wirklich zu einer sehr wertvollen Ressource. Und ich möchte mir das auch nicht nehmen lassen, diese Realness, ja, egal was passiert mit KI, ja. Da fällt mir eine gewisse Ambivalenz auf. Also Ambivalenz insofern, dass auf der einen Seite, nehmen wir mal gerade die jungen Mädels, ja, weil ich einfach da auch an meine Tochter denke, die jetzt so kurz vor 16. Lebensjahr natürlich auch genau in dieser Phase ist. Auf der einen Seite vielleicht im realen Leben, was jetzt unabhängig von meiner Tochter ist, aber im realen Leben vielleicht weniger Anerkennung erlebt als die 800 Follower auf Insta, die im Grunde anerkennen, was sie da fast schon künstlerisch entwirft. Ja? Und dieses Streben nach Anerkennung ist ja ein Grundbedürfnis, was wir haben. Ja? Und wenn ich das ständig in der digitalen Welt bekomme, dann habe ich natürlich auch so in mir ein Stimmungsbild, wo ich sage, was hat das eigentlich noch mit mir als Person zu tun? Also kann ich dann auch dekodieren in der realen Welt, ob der Typ, der mich gerade wirklich gut findet, ja, und die ist echt ein bildschübsches Mädel, also da muss ich immer aufpassen, die dürfen sich immer bei mir bewerben dann, bevor das Date dann stattfindet. Also hat er wirklich ein Interesse an mir? Kann man das dann noch auseinanderhalten? Ja? Oder ist das einfach nur ein Fan, der auf Insta geliked hat und mich jetzt kennenlernen möchte, beispielsweise? Ja. Also das finde ich sehr schwierig. Du hast gesagt, du willst oder bist interessiert an dem Thema Schauspiel. Und ich beobachte, dass durch künstliche Intelligenz zum Beispiel auch Fake-Influencer gerade unterwegs sind. Das heißt, Personen kreiert werden, die es überhaupt nicht gibt, die es nur in der digitalen Welt gibt und die aber zunehmend eine riesige Fangemeinschaft haben. Also sind die Tage des Schauspielens oder des Schauspiels gezählt, weil zum Beispiel in Filmen vollständig animierte Szenen oder vielleicht sogar ganze Filme KI generiert werden? Ja, das ist eine gute Frage. Ich finde, ich weiß nicht genau, wie das weitergeht, weil ich sehe auch, dass es zunehmend mehr diese Fake-Influencer gibt. Und ich meine, wir Menschen reagieren ja trotzdem gleich, ob das jetzt eine echte Person ist oder eine Fake-generierte. Wir sind trotzdem irgendwie dann, ah, oh, das gefällt mir aber, der Content. Mhm. Und dann verschwimmen wieder die Grenzen. Ich muss mir ständig bewusst machen, dass die Person nicht echt ist, aber trotzdem ist der Content ja irgendwie der gleiche und das gefällt mir. Deswegen, da sind wir Menschen dann in so einer ganz schwierigen Position. Ich finde aber, dass in dem Zusammenhang ist umso wichtiger ist denn je, dass wir wirklich echte Schauspieler, echte Menschen vor die Kamera setzen, die vielleicht auch genau diese Themen besprechen. Diesen, in dieser Welt, ja, wo so viel jetzt fake ist, was aber dann trotzdem wieder echt aussieht und was das mit uns macht. Also ich finde, dass Schauspielen so das kann ja auch fake klingen, ich Schauspielerin nur, aber ich finde, das ist was extrem Echtes, weil sich die Menschen, also jedenfalls geht es mir so, wenn ich auf der Bühne stand, habe ich echte Gefühle gezeigt und habe mich wirklich in die Rolle reinversetzt und habe versucht, diese Rolle auch, also mit dieser Rolle auch eine Geschichte zu erzählen, die auch in der echten Welt funktioniert. Und deswegen, klar, man setzt eine Maske auf, man spielt eine Rolle, aber man übermittelt wahre Gefühle. Und ich finde, das ist das, was uns unterscheidet von diesen Fake-generierten Influencern oder auch vielleicht irgendwann Schauspielern, weil das ja dann trotzdem alles einfach generiert ist. Und bei uns ist es trotzdem noch echt. Deswegen finde ich das, ich weiß nicht genau, wie sich es weiterentwickelt, aber ich fände es sehr wichtig, dass wir weiterhin unsere echten Gefühle auch zeigen, sei es als Influencer oder als Schauspieler oder generell. Ja. Ja. Ja, das ist interessant. Ich glaube auch, dass vielleicht wird sich das Thema Schauspiel in eine Richtung es gibt so Manufakturfilme, wo echte Menschen drehen, ja, und es gibt dann halt den Massenmarkt, also die Godzilla 25. Version oder sowas, die dann halt komplett am Rechner entsteht. Aber auch mit den sich eine Rolle reinversetzen, es gibt ja zahlreiche Schauspieler, die tatsächlich körperliche Krankheiten entwickeln, weil sie sich in die Rolle des Krebspatienten so tief eingelassen und versunken haben, dass das natürlich auch was mit einem selber macht. Was wiederum zeigt, wie intensiv der Prozess ist,
so eine Rolle darzustellen. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Okay. Nächste Frage. Ich muss aufpassen, dass wir im zeitlichen Rahmen bleiben. Was denkst du, können die verschiedenen Generationen voneinander lernen und wie kann ein effektiver und konstruktiver Dialog zwischen ihnen gefördert werden? Auch eine sehr gute Frage. Ich habe nämlich das Gefühl, dass es irgendwie immer so sein wird, dass die älteren Generationen die Jüngeren nicht so ganz verstehen und die Jüngeren die Älteren nicht so ganz. Das heißt, ich glaube, der erste Schritt ist einfach mal mit einer gewissen Offenheit auch auf unterschiedliche Generationen zuzugehen und zu sagen, hey, ich kann von dir lernen. Und zwar in beide Richtungen. Jüngere von Älteren, aber auch Ältere von Jüngeren. Und wenn man es einfach mal zulässt, dass man dann auch so einen konstruktiven Austausch hat und sagt, hey, guck mal, ich will nicht immer so zynisch auf Sachen herabblicken, so, oh, ihr kennt euch nicht mit Handys aus. Oder die Älteren, die sagen, ach, ihr habt überhaupt keine Werte mehr. Das ist, ich verstehe das alles total. Ja. Aber so wichtig es ist, mit der Zeit mitzugehen, so wichtig ist es auch, sich auf bestimmte Werte wieder zu berufen. Und da, wenn ich jetzt zum Beispiel mich mit meiner Oma unterhalte, ich höre ihr extrem gerne zu, weil sie wirklich ein sehr kluger, sehr belesener Mensch ist und sie mir Werte beibringt, die ich so alleine vielleicht in meinen jungen Jahren noch nicht gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und gleichzeitig ist sie aber auch total offen dafür, einfach mal dazu zu lernen. Sie kennt, also sie sagt auch die Wörter sowas wie Influencer oder sowas, sagt sie einfach so, und das ist sehr witzig. Sie kennt das alles, sie kennt sich damit. Süß. Ja, das ist wirklich süß. Sie kennt sich mit dem Ganzen aus und eben weil sie sich auskennt, kann sie auch mit wirklich ihre eigene Meinung dazu sagen. Also sie lehnt es nicht einfach gleich ab und sagt, nee, das ist alles neu, das machen die Jungen, sondern sie interessiert sich, sie hört zu. Und das ist das, sie hört zu und dann bildet sie sich ihre Meinung. Und ich finde, das ist ganz wichtig, dass man sich gegenseitig zuhört und dass die Älteren vielleicht merken, okay, die Jungen sind nicht einfach nur so immer nach dem neuesten Trend und wollen immer nur cool sein. Die haben auch ihre Unsicherheiten, die haben auch ihre Fragen und die können sie vielleicht als ältere Generation beantworten. Und wir Jüngeren sollten ein bisschen bescheidener werden und nicht denken, dass wir immer alles besser wissen, sondern sollten uns trotzdem auch mal zuhören und sagen, ah, okay, ich glaube, das kann meine Oma zum Beispiel, die hat mir da jetzt echt geholfen oder auch die Eltern oder andere Personen in anderen Generationen, ja. Schön. Ja, schön, dass du sagst. Also genau dieses Demut empfinden, egal ob jung oder alt, ja. Und vor allen Dingen, ich glaube ja, dass man sehr gut daran erkennt, ob man alt geworden ist, indem du das Neue oder auch vielleicht das Junge abwertest. Darüber könnte man mal nachdenken. Warum sage ich das? Ich habe immer wieder auch Unternehmer und Unternehmerinnen getroffen, die Männer waren in der Mehrzahl, ich glaube 90% oder so, die einfach gesagt haben, die Jungen haben überhaupt keine Lust mehr zu arbeiten. Mhm. Ja, also so richtig so innerlich wahrscheinlich Fachkräftemangel, ja, wahrscheinlich, keine Ahnung, ein Handwerksbetrieb und kriegst keine Auszubildenden mehr und so. Also tiefer Schmerzpunkt liegt da zwischen den Zeilen, ja. Aber indem ich das ablehne, ja, indem ich das abwerte, sorge ich halt auch dafür, dass da einfach keiner kommt. Ja, dass da einfach keiner in meinem Unternehmen arbeiten möchte. Weil ich muss natürlich irgendwie verstehen, wie muss ich mein Unternehmen verändern, damit einfach die junge Generation auch gern dort arbeiten möchte. Ich habe mich mit einem Medizinstudenten unterhalten und der sagt, ich suche dann einen Job, ich will unbedingt im Bereich der Medizin arbeiten, aber ich werde ganz sicher nicht wie mein Vater da irgendwie 60 bis 80 Stunden im Krankenhaus arbeiten. Ja, ich habe ein Leben, ich segel gerne, ich habe ein Hobby. Also muss das auch als Halbtagsjob funktionieren. Ja. Und danach suchen die, also die suchen halt genau nach diesen Lösungen. Ja. Und die, wenn ich die anbiete, als Anbieter werde ich auch solche Leute beschäftigen können, ja, die eben auch noch ein Privatleben haben. Genau. Wollen. Ja, ich denke, dass da auch immer ein bisschen so Trotzreaktionen kommen. Also wenn man merkt, dass die höhere Generation vielleicht nicht so, dass sie ein bisschen abwertend reagiert, von wegen, ach, die wollen ja alle nicht mehr arbeiten, dann reagiert die jüngere Generation mit Trotz und sagt, ja, ihr kennt mich überhaupt nicht, ihr wisst es überhaupt nicht. Und dann ist wieder auf der anderen Seite Trotz, von wegen, ja doch, dann ist dieses Missverständnis. Ja. Ich denke, dass natürlich auch dadurch, dass die Generationen sich ständig ändern und die Zeiten verschieben sich auch generell so die Werte in der Gesellschaft. Jetzt auf einmal ist sehr viel wichtiger, dieses mit New Work und New Learning, dass man einfach sagt, okay, die Arbeit ist nicht alles im Leben. Und es geht auch um viele andere Sachen. Und es war halt damals nicht so, vor allen Dingen nach dem Krieg, vor allen Dingen unter bestimmten Rahmenbedingungen war es einfach so, die Arbeit war alles. Man war dankbar dafür, dass man so viel arbeiten konnte. Man konnte aber auch irgendwie nicht wählen. Man musste einfach so viel arbeiten und damit hat man sich abgefunden. Und dass wir jetzt heutzutage diese Möglichkeiten haben zu sagen, nee, ich muss mich damit nicht abfinden. Ich kann das so machen, dass es passt auf mein Privatleben. Ich glaube, das gefällt dann höheren Generationen nicht, weil sie dann sagen, wir hatten auch nicht die Wahl. Und deswegen
soll. Und dann kommt ein bisschen dieses Missverständnis. Also das ist, ich verstehe das dann schon auf beiden Seiten, ja. Ja, klar, klar. Schön, also sehr wertvoll, was wir hier gerade bauen, glaube ich. Also für alle, die jetzt hier zuhören. Einfach, ich glaube, der ständige Dialog zwischen den Generationswelten, das muss man ja wirklich sagen. Also die Kluft zwischen alt und jung könnte größer gar nicht sein heutzutage. Ich glaube, früher war das viel, da war nicht so viel Entwicklung dazwischen. Ja, genau. Ja, aber jetzt haben wir ja so einen Riesensprung jetzt auch durch künstliche Intelligenz und dieser Abstand wird einfach noch viel größer und das Verständnis dafür. Ich meine, weißt du, ich komme aus einer Zeit, wo es kein Internet gab. Völlig unvorstellbar für die junge Generation, die sagt, hey, wir sind Digital Natives und für uns ist KI sowas von selbstverständlich, ja, dass das schon, ja, ich weiß ganz genau den Tag noch, wo ich vor dem 56K-Modem stand und dann der Bildschirm sagte, ich bin drin von AOL. Gott, oh Gott. Okay, ich habe noch eine Frage. Wie siehst du deine Rolle und die deiner Altersgenossen in der Gestaltung der gesellschaftlichen Zukunft? Ist das ein Thema, über das du ihr euch Gedanken macht? Ja, auch eine sehr gute Frage. Schon, also ich kann für mich sprechen, dass ich mir auf jeden Fall Gedanken drüber mache, weil ich, wie vorhin schon ein bisschen erwähnt, bei der Gesellschaft manchmal so ein paar Richtungen sehe, die mir nicht so ganz gefallen. Also so diese Einfluss von sozialen Medien und diesem Vergleich und dass man irgendwie das Gefühl hat, man muss immer perfekt sein und scheinen und immer, man darf sich keinen Fehler erlauben, weil das ja auch alles irgendwie dokumentiert ist und dann gibt es diese Diskrepanz zwischen echtem Leben und digitalem Leben und versinkt dann da drin. Ich glaube, das, also mir ist es auf jeden Fall bewusst und wenn ich das mit meinen Freunden bespreche, dann kriege ich da auch immer die gleiche Rückmeldung. Also uns ist das schon bewusst. Ich sehe unsere Rolle dann so, dass wir, also ich würde gern ein bisschen dem entgegenwirken. Also ich habe das bei mir jetzt auch bemerkt, dass ich mich ein bisschen dazu verleiten lasse, ein bisschen in der digitalen Welt zu versinken, mich zu vergleichen, zu Perfektion zu streben, die ja so nicht möglich ist. Und jetzt versuche ich ganz aktiv für mich selber, aber auch für meine Mitmenschen einfach zu sagen, okay, lasst uns mal wieder ein bisschen das zurückbringen, dass wir okay sind, so wie wir sind. Und wir sind Menschen und wir haben unsere Fehler und das ist aber auch gut so. Und ich bin dankbar, dass uns das so menschlich macht, weil sonst wären wir ja eigentlich auch nur vielleicht KI und wir wären glatt und wir wären komplett gleich und es wäre nicht mehr interessant. Also, dass man ein bisschen wieder diesen Rückzug merkt, so okay, doch nicht so sehr versinken in den digitalen Medien und wieder ein bisschen zurück ins echte Leben kommen. Ich denke, das ist was wir beeinflussen können, das ist das, was wir auch, weil wir ja selber auch Betroffene sind, gut einschätzen können und worauf wir uns in der Zukunft ein bisschen fokussieren sollten, dass wir uns nicht zu sehr davon vereinnehmen lassen. Ja. Was holt dich da raus? Die Versuchungen in der digitalen Welt, die sind ja sehr machtvoll. Da sind ja psychologische Mechanismen am Werk, wo sich vielleicht auch nicht jeder von lösen kann. Ja, ich erinnere vielleicht an, nehmen wir die Shorts oder Stories oder bei TikTok. Ja, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe einen TikTok-Account. Ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, 8 Follower oder so. Ja, ich glaube, ich auch. Also ich weiß nicht, wer sie da verirrt hat und versehentlich auf den Button gekommen ist, zu folgen. Aber wenn ich mir diese Stories angucke und dann feststelle, dass ich auf dieser Seite schon 1,5 Stunden bin, dann ist das verdammt crazy, ja. Und ich bilde mir ein, völlig naiv wahrscheinlich, dass ich das unter voller Kontrolle habe. Du hast das einfach nicht unter Kontrolle, ja. Also von wegen hier empfohlene Bildschirmzeiten für Jugendliche und sowas. Also ich glaube, das ist megamäßig gesprengt. Also was holt uns alle, die Jungen wie die Alten, raus aus dieser Sogwirkung der digitalen Welt? Also bei mir persönlich ist es gewesen, also so ein gewisser Grad an Achtsamkeit, dass ich, irgendwann habe ich gemerkt, ich habe diesen roten Herzchen, diesen Likes ein bisschen hinterhergejagt und wollte Likes haben. Und dann irgendwann gab es so einen Moment, wo ich mir so dachte, oh mein Gott, so weit ist es schon gekommen? Und dann war ich so, okay, aber was bringt mir das? Ich glaube, es war sogar meine Mama, die irgendwie einfach mal so ganz willkürlich gesagt hat, was bringt einem das, wenn eigentlich dann jetzt da so eine Zahl steht von wegen, keine Ahnung, 500 Likes, was hast du da für einen Mehrwert von? Und das ist mir dann im Kopf geblieben und ich habe gesagt, sie hat recht. Also ich habe eigentlich, ist es schön natürlich, wenn man, das ist diese Sehnsucht nach Bestätigung und nach Anerkennung, die du vorhin erwähnt hast. Das spricht uns an, das gefällt uns. Aber auch halt, wir sollten das wirklich mit Vorsicht genießen, weil es halt dann trotzdem einfach
in unserem Handy ist diese Welt und in echt so nicht ist. Und das hilft uns auch nicht weiter. Das füttert vielleicht in dem Moment unser Ego, aber das ist ja auch nicht unbedingt etwas, was wir tun sollten, ständig nur unser Ego zu füttern. Also bei mir war es einfach so, ich habe es mir bewusst gemacht in dem Moment und dann habe ich mit Achtsamkeitsübungen wirklich probiert, mich da ein bisschen rauszuziehen. Also ich finde, für Leute, für die es klappt, ist es okay, so einfach so dann einfach die Apps zu löschen und zu sagen, ich höre jetzt ganz auf. Für mich hat es nicht so ganz geklappt. Ich musste da ein bisschen Geduld haben, habe ein bisschen die Bildschirmzeit reduziert, habe mir auch dabei immer wieder ganz so bewusst gemacht von wegen, das ist alles nicht so wichtig. Es kommt auf andere Dinge an. Und dann habe ich mir die Sachen einfach mal selber aufgezählt, die mir eigentlich wichtig sind, nämlich meine Familie, meine Gesundheit, die Gesundheit von meiner Familie und dass wir in Sicherheit leben, dass ich machen kann, was ich will, dass ich studieren kann. Und diese Werte, die ich in echt so wichtig finde, verliere ich immer ein bisschen in der digitalen Welt. Und so hole ich mit diesen Werten hole ich mich dann immer wieder ein bisschen zurück. Ja. Das ist interessant. Das erklärt vielleicht auch so ein bisschen den Trend, warum so viele gerade im Bereich der Spiritualität, also ganz klar abgegrenzt von der Esoterik, meine ich zumindest gerade, sondern genau dieses Thema Achtsamkeit, dieses Thema Meditation, was esse ich, welche Energien lasse ich so auch in meinen Körper, was ich sehe und höre und so weiter. Ich glaube, das ist wahrscheinlich dann diese Sehnsucht, diesen Gegenpol herzustellen und zu sagen, von dieser Schnelllebigkeit. Ich habe gerade diese Situation im Kopf. Ich war mit meiner Tochter letztens im Kino. Wir waren viel zu früh, warum auch immer, ja, haben Aquaman 2 gucken wollen, nachts um 23 Uhr, war eine Stunde vorher da. Wir waren schon essen davor. Dann hat sie vorgeschlagen, ey, lass uns ins Auto setzen, ein bisschen Musik hören, ja. Und dann fing sie so an mit ihrem Handy und das war für mich wie so ein, weiß ich nicht, Revolverheld im Wilden Westen. Ja, die fing dann halt an, du, ich muss jetzt ganz kurz noch einen Snap machen, ja, für meine Freunde und ich muss kurz hier meine Freundin schreiben und guck mal hier, TikTok, und können wir kurz ein Foto machen? Also die hat da, glaube ich, 15 Posts abgesetzt, da habe ich noch nicht mal die Tür zugemacht vom Auto, ja, und die Sitzheizung geschaltet. Also unglaublich, wie natürlich das benutzt wird, wie eine Zahnbürste, ja, oder sowas, ja. Also, aber eben auch das Interesse auf der anderen Seite für diese Themen und zu sagen, welche Bücher lese ich denn eigentlich zu dem Thema, ja? Oder wie funktioniert das mit der Meditation? Machst du das? Solche Fragen kommen dann, ne? Also, das ist schon sehr interessant, ja, diese Dualität. Genau, jetzt gucke ich gerade auf die Uhr. Ich habe eine, ja. Okay. Also, vielleicht hast du ja Lust, dass wir mal eine Fortsetzung machen zu diesem Talk, weil ich glaube, wenn ich hier die anderen Fragen noch stelle, dann werden wir hier noch länger sitzen. Also, ich finde es sehr inspirierend, sehr intelligent auch, auf welche Reise du uns mitgenommen hast, so in die Welt deiner Generation und wie ihr das Ganze seht. Und ich glaube, oder habe festgestellt, du hast viele Brücken gebaut, auch zwischen den Generationen. Also dieses Voneinander lernen und dieses auch füreinander Dasein, die Fürsorge, ja, liebe Grüße an deine Oma unbekannterweise an dieser Stelle, weil da hast du ja gerade noch eine Generation übersprungen, aber ich glaube, genau das ist wichtig, ja. Also dieses Sein dürfen und nicht dieses Absprechen von Interesse oder dieses Absprechen von Kompetenzen, ja, also welche Oma redet über Influencer, das ist ja schon der Wahnsinn. Genau. Von dem her habe ich nur noch drei kleinere Fragen, so ganz spontane, nämlich einmal würde ich gerne von dir wissen, was von dir so eine Buchempfehlung wäre. Also was war das so das Buch, wo du sagst, das hatte für mich so persönlich einen großen Impact? Also ich habe ein Buch im Sinn, was ich gerade im Studium ein bisschen betrachte, aber das ist eher so halt so Studiumsliteratur, also schnelles Denken, langsames Denken von Kahneman. Mhm. Aber ein Buch, was ich persönlich sehr schon oft gelesen habe, das ist von Mark Manson, das heißt, Entschuldigung, jetzt muss ich gleich ein Schimpfwort sagen, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Genau, ich glaube, die deutsche Version muss ich jetzt nicht unbedingt erwähnen, weil da habe ich noch einen größeren, da zögere ich noch mehr Schimpfwörter zu sagen, aber
Doch, hau raus. Ich glaube, das ist die subtile Kunst des Draufscheißens. Und dieses Buch hat wirklich meine Welt verändert. Und es ist wirklich ein ganz großer Tipp an alle, die sich manchmal ein bisschen überfordert fühlen von der Welt, die auch sehr viel mit Overthinking und Anxiety, auch ein Problem, was unsere jüngere Generation gerade hat, die sich damit eben konfrontiert fühlen. Generell auch ein bisschen dieser Drang dazu hören zu wollen, also gehören zu wollen oder auch anderen gefallen zu wollen. Das ist ein sehr gutes Buch. Also wirklich eine wärmste Empfehlung an dieser Stelle. Danke dafür, weil das wurde tatsächlich in 1176 Folgen noch nie empfohlen. Ah, okay. weil ich freue mich immer über Bücher, die eben noch nicht da waren. Sonst hörst du ja immer die Klassiker. Okay, ja. Vier Tage Woche und so weiter. Aber das ist sehr cool. Vielen Dank. Also Valentina, wen würdest du für diesen Podcast hier aus deinem Netzwerk empfehlen? Wen muss man hier einladen, um vielleicht an die Themen, die wir heute besprochen haben, anzuschließen oder völlig neue Themen aufzumachen? Wen sollen wir einladen? Meine Oma. Nein. Ja, deine Oma. Mir ist jetzt gerade eingefallen. Oh, euch beide. Ja, genau. Ach, gute Frage. Oh. Es gibt viele. Also ich habe eine sehr, sehr gute Freundin, die Jenny, wenn sie das hören sollte, liebe Grüße, die studiert soziale Jenny, Arbeit, liebe Grüße. Beziehungsweise ist jetzt gerade fertig, also hat ihren Bachelor. Und ich muss sagen, von ihr lerne ich sehr, sehr viel. Also sie ist eine sehr kluge, sehr reflektierte Person. Und ich muss sagen, wenn ich manchmal irgendwie Fragen habe oder Ratschlag brauche, dann ist sie meistens die Person. An dieser Stelle muss ich natürlich aber auch trotzdem meinen Freund erwähnen, Simon, auch an dieser Stelle, liebe Grüße. Hi Simon. Ich habe das Gefühl, dass seitdem wir zusammen sind, ich nochmal sehr, 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 sehr viel mehr gelernt habe von ihm, von seinen Weltanschauungen, wie er durchs Leben geht. Ich finde ihn extrem klug, nicht nur so in dem, was er tut, sondern auch emotional intelligent. Und sein Verständnis und seine Weltoffenheit sind etwas, wofür ich ihn sehr bewundere. Und genau, also meine Freundin, die Jenny, und mein fester Freund, der Simon, die sind wirklich zwei Menschen, für die ich sehr, sehr dankbar bin. Und ich glaube, die würden in diesem Podcast sehr gut passen. Was macht der Simon? Der arbeitet jetzt bei Käse als Ingenieur. Der hat Maschinenbau Bachelor studiert und im Master Simulation und Test. Ich glaube, er hat einen IQ von 150. aber er ist sehr bescheiden und das macht ihn so charmant. Lad die beiden ein. Die holen wir in den Podcast. Okay. Ich finde es super, dass du ihn erwähnst. Einfach auch, es ist einfach eine tolle Wertschätzung so als Paar untereinander. Ja, das mache ich mit meiner Frau, der Katie, auch, ja, die ich jetzt am 4.1. heiraten durfte. In dem Oh, Mal. Mein Glückwunsch. Ja. Schön. Danke. Ja, das feiere ich jeden Tag. Toll, also ja, lass uns das machen. Dann tauchen wir einfach weiter ab sehr in cool. die Gen Z und das Verständnis dafür, wie unsere Zukunft nicht nur durch KI gestaltet wird, sondern eben auch durch euch, ja. Ihr seid die Nächsten. Valentina, letzte Frage und damit überlasse ich das Schlusswort dieses Podcasts dir. Wenn du eine Sache auf dieser Welt verändern dürftest, also du hast quasi die Allmacht, was wäre das? Oh, sehr gute Frage. Wenn ich ein was ändern könnte, ich glaube, ich würde gern ändern diesen Gedanken in Menschen, dass sie das Gefühl haben, ich kann ja eh nichts ändern. Und es ist einfach so. Ich glaube, man kann ganz, ganz viel im Leben erreichen, wenn man aufhört zu denken, es ist jetzt schon so, ich kann es jetzt auch nicht mehr ändern. Ich glaube, wenn man stattdessen sagen würde, nee, ich kann ändern, ich schaffe das. Und wir werden es, und wenn man es dann, wenn alle das denken, dann ist es nämlich wirklich, dann kann man wirklich viel, viel erreichen. Das heißt, ich würde gern diesen Gedanken ändern und würde den Menschen anstatt Hoffnungslosigkeit gern Mut schenken und sagen, okay, wir kriegen das hin. Und auch wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich bin alleine, ich krieg's trotzdem hin. Und dann sind wir irgendwann ja doch nicht alleine und kriegen das dann doch zusammen als Gesellschaft. Sehr schlau. Hin. Genau, das würde ich gern ändern. Ja, sehr, sehr schlau. Vielen, vielen Dank. Lass mal genauso stehen. Und ich freue mich auf eine Fortsetzung mit dir. Ich auch. Vielen, vielen Dank. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.